So, willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme. Letzte Folge war schlimm, das weiß ich noch. Wir hatten oben diesen Gegner, der so schnell war, mit dem wir gekontert, also wie er angegriffen hat, dass wir gar keine Chance hatten. Achso, wegen dem sind wir jetzt im Kampf, oder was? So, ich habe mir, weil wir nun wirklich nicht wussten, wo es jetzt großartig weitergeht, mal, oh fuck, mich belesen. Falsche Taste gedrückt. Und weiß jetzt tatsächlich, wie es weitergeht. Und zwar ist das hier unser Transport. Bin mir bloß noch nicht so sicher, wie wir drauf springen. Ich glaube von hier. Oder von dem Turm aus dann eher. Von der Brücke vielleicht. Ja, ich war erstmal geflasht, um ehrlich zu sein. Aber. Na komm. Ach komm, ich bin komplett raus. Ich bin komplett raus. Ausdauer. Erstmal wieder hier, Kampfsystem. Okay. Okay, ich kann mit der kann ich gar nicht mehr reparieren. Interessant. Die haben gepatcht und Sachen verändert. Geil. Ganze Waffen verändert. Nee, kann ich mehr parieren. Okay. So, können wir jetzt? Ja, jetzt können wir. Ich wollte nämlich den Helm wieder wechseln. Auf den. Und. Wollte ich noch machen? Das Equipment. Belt 2. Wir haben ein drittes Belt mit der Recalibration oder was vom letzten Mal? Rekalibrierung. Plus was nehmen wir? Plus was nehmen wir? Okay. Dann nehmen wir Belt 1, nehmen wir das. Dann nehmen wir die großen halt auf Belt 3 und wenn wir es brauchen. Hä? Dürfen wir nicht, oder was? Och komm schon, Spiel. Alter. Dürfen wirklich bloß ein Heilungspotion mitnehmen. Dann müssten wir jetzt wirklich auf die Großen gehen. Aber. Brauchen wir das Latsch dafür? Okay. Hier rein. Dann haben wir halt wirklich jetzt die Großen, weil. Kleinen heilen so wenig innerhalb. So, wir müssen jetzt hoch zur Brücke und dann warten wir auf das Vieh. Weil sonst wüsste ich jetzt nicht, wo es weitergeht. Wie gesagt, ich habe mal mich im Internet umgeschaut. Wie soll's denn da drauf kommen? Ganz ehrlich. Sollst du darauf kommen, dass das Vieh, dass du da drauf kannst auf das fliegende, den fliegenden Wurm? Mann, sind wir jetzt zu hoch?
Ja, ich glaube, wir sind zu hoch. Wir müssen. Ja, da kommt eh schon. Alle ab. Oh. Kommen nicht höher, oder? Doch, kommen wir. Ah, jetzt. Okay. Wie soll's denn da drauf kommen, hä? Geil ist das schon. Wahnsinn. Weil da unten, da leuchtet's ja auch noch rot. Also irgendwie müssten wir da auch noch hinkommen. Wo kommen wir jetzt hin hier? Mit dem Riesenwurm. Ich hoffe halt, dass wir in echt nichts anderes übersehen haben. Sondern das ist das Einzige, wo. Was? Also, übersehen, ne, in Anführungszeichen. Wie soll man da drauf kommen? Können wir dann wie abspringen? Okay. Ja, und er bleibt jetzt hier. Also er bleibt hier, wir hätten. Oh. Wir hätten einfach abspringen können. Egal, okay. Wir sind an einem neuen Ort. Ah ja, erwartet, okay. Das ist cool gemacht. Müssen wir da mal gucken, ob der noch weiterfliegt. Wir noch woanders hinkommen. Ich wollte die Treppe hier mal noch nehmen. Da ist er. Schauen wir mal, wo die Treppe noch hinführt. Ach, die führt hoch. Ja, nee, warte mal, dann machen wir. Stimmt. Logisch, das ist eine Treppe. Ich habe vergessen, dass oben die Brücke noch war. Machen wir es mal unten. Hier war bloß drüben das und genau über die Treppe kommen wir dann da hoch und darüber. Ne, und da kommen wir da runter. Egal. Müssen eh überall hin dann. Sind wieder Samurai. Keine Chance. Deine Heilung. 2. Ich habe echt keinen Bock hier runterzufallen, deswegen. Ein, noch ein. Aber, komm schon. Vergiss es. Du heilst dich nicht. So, was haben wir hier? Ah ja. Über den Turm geht es dann auch noch mal weiter.
Oh, das Wetter Recalibration Ding. Okay. Und irgendwie kommen wir doch jetzt hier noch runter, oder? Wow, 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 wow. Ey, die Löcher machen mich fertig. Ja, hier geht's runter. Da hinten kann man sich nochmal rekalibrieren. Interessant. Das bewegt sich sogar. Was ist das? Also eigentlich. Was ist das eigentlich? Ach, da kommt unser Kumpel wieder. Eine lange Treppe. Aber wir sind da. Und hier geht's noch weiter. Schauen wir da noch mal lang. Da liegt sogar noch was. Nehmen wir mit. Ein Riesenwurm, ey. Schon ziemlich geil. Okay. Hier ist ein Hebel. Komplett aus dem Rhythmus. Ich hab keinen Bock runterzufallen. Oh. So. Das einmal. Das einmal. Was hat das jetzt hier mit dem Hebel auf sich? Ist das ein Aufzug? Okay, dann schauen wir mal, ob das ein neues Gebiet ist. Da wird bestimmt wieder Unendlichkeitsaufzug sein. So wie wir das Spiel innerhalb kennen. Ein Aufzug der Unendlichkeit. Bin ich gespannt, wenn wir die Recalibration oben machen, ob wir dann 4 Belts haben. Nicht nur 3, sondern 4. Und dann auch 4 Tränke mitnehmen können. Wäre schon cool. Ja, neues Gebiet. Oder anderes Gebiet, sagen wir mal so. Ob das neu ist, werden wir gleich sehen. Ich gehe aber mal stark von aus. Wo soll wir jetzt rauskommen? Kann es ja eigentlich nur weitergehen. Wir müssen den ganzen Weg wieder hoch, ne? Weil wir oben noch die Recalibration machen müssen. Boop, boop. Wir könnten uns. Können wir uns sterben lassen? Spawnen wir dann wieder oben? Ich will es ehrlich gesagt nicht ausprobieren, nicht, dass der nicht funktioniert und wieder auf der anderen Seite auf dem Wurm ist auch gleich wieder drauf gesprungen, gell? Ob wir jetzt hier warten, bis wir den Aufzug wieder hochfahren oder ob wir den Wurm nehmen. Jetzt wären wir nämlich gleich ganz oben. Ich glaube, das machen wir. Das ist ein neues Gebiet, das lassen wir uns umbringen. Länger können die Aufzüge wirklich nicht sein, gell? Es scheint, sind wir da.
Ghost Tower Floor 13. Aha. Na gut. Lass uns mal sterben. Ach nee, wir kommen jetzt. Oh nein, ich habe ja den Spawnpoint freigeschalten. Natürlich spawnen wir jetzt hier. Okay, wir nehmen den Aufzug. Wir fahren wieder hoch. Yay. So, da wären wir wieder. Da ist unser Freund. Ja, genau, hier bin ich. Schlagen. Der mit seinem Kackheilen bringt dir doch eh nix. Okay. So. Mal wieder hochrennen. Aber immer so lang sein müssen. Na komm, Kumpel, dich nochmal noch mit. Dein Loot. Dass er wirklich genau so weit weg ist, dass man ihn mit zwei Hits dann nicht mehr einholt. Und der Strecke. Der dritte trifft dann auch nicht. Ist genau die Zeit, dass der sich heilen kann. Das heißt, der heilt sich immer. Du tust dich echt schwer, dem vom Heilen abzuhalten. Okay, jetzt haben wir die zwei hier oben noch. Unser Freund wieder. Fliegen wir dann erstmal mit dem Wurm weiter, oder? Ich glaube, wir könnten nochmal mit dem Wurm weiterfliegen, weil teleportieren können wir uns ja immer sofort zurück zum Ghost Tower. Nicht von hinten, Leute. Ja, ich weiß, ich habe keine Ausdauer. Aber okay, jetzt haben wir so. Life Leech ist halt wirklich wichtig. Er ist wirklich wichtig in dem Game. Du hast so wenig Heilung. Na, Kumpel. Wie sollst du darauf kommen, dass du mit denen an einem anderen Ort fliegen kannst? Ich habe ja auf ihn geschossen und er hat ja nicht mal eine Hitbox gehabt, was das angeht. Deswegen dachte ich mir, okay, komm. Kann gar nichts weiter sein. Ich will nicht mitfliegen, ne? Ich will nicht mitfliegen. Nur die Kamera. Ich will nicht mitfliegen. Mann. Meine Güte. Puh. Dass der uns noch mitzerrt hier. Dann fallen wir noch runter. Dann starten wir da beim Ghost Tower. Müssen wir wieder einen Aufzug nehmen. Stimmt, apropos. Schauen jetzt mal, was hier oben ist und dann setzen wir das Ding hin. Und verrecken jetzt bestimmt.
Wie immer. Weil hier oben wieder irgendwas ist, womit keiner rechnet. Oder keiner rechnen kann. Dumm-di-dumm-di-dumm. Diese Wege. Puh. Ach. Lone Tower. Mhm. Gleich umgucken, ob wir hier noch was versteckt haben. Unser Guiding Light, das rote Licht. Ich glaube, da rein geht's auch noch. Nur so eine Vermutung. Ich glaube, das ist unser Boss. Ich glaube, das ist ein Boss. Oh nein. Oh fuck! Aua! Aua. Der haut ziemlich rein. Junge, 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 Junge. Boah, der hat gesessen. Okay, 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 okay. Boah, Life Leech haben wir auf Kuh nicht. Leider. Okay. Ich muss aufpassen. Au, 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 au. Oh fuck, jetzt hat uns doch auch einer erwischt. Junge, 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 okay. Ich glaube, ich muss ihn dann abvisieren, also nicht anvisieren. Macht das Sinn? Hm. Ja, damit man überhaupt. Ach, von den großen kann man wieder bloß zwei mitnehmen? Hä? Mit den großen Tränken? Oder ist das gerade ein Bug? Ne, ist gerade wieder ein Bug. Ist die Anzeige nicht aktuell? Boah, Alter. Not game. Okay. Lol, wir liegen noch in der Luft. Nein, ich bin da. Mann, ich hab doch bin ausgewichen. Hallo. Jetzt. Hui. Aber ich hab Leertaste gedrückt, ne? Ich hab Leertaste gedrückt. So, ich hab keine Ausdauer. Deswegen. Schön ein bisschen auf Abstand bleiben. Aua. Aua. Okay, er macht das. Machen wir das einmal.
Ach! Ich muss springen, oder? Ich muss springen, oder? Das sein? Mhm. Puh, der Boss wird. Boss wird anstrengend. Was haben wir denn? Shock Arrows haben wir noch. Muss ich mal da mal probieren. Aber plus 2. Wird den von hier schon treffen? Ja, dann gehen wir noch ein Stück. So. Ne, interessiert nicht. Okay. Ich kann immer nur einen Hit setzen. Aber genau, nicht genug Ausdauer gehabt. Noch ein Schlag, aber er hat uns nicht getroffen. Hui, das war knapp. Aua. Und noch ein Schlag. Weg. Jetzt ausweichen. Schlag und weg. Aua. Keine Ausdauer mehr. Puh, wir müssen wirklich auf die Ausdauer aufpassen. Vielleicht nochmal einen Ring mit mehr Ausdauer. Okay, jetzt macht er das. Können wir ihn überhaupt Schaden machen? Hallo? Achso, ich habe keine Pfeile. Oh, 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 was? Warte mal, wir haben das überlebt. Okay. Au! Komm mir da nicht ran, oder? Wir haben voll die lange Waffe. Fix, ey. Au! Ich hab grad geheilt. Komm. Den parieren kann. Ah, fuck. Fuck. Der sich vorbackt. Hä? LOL! Wie ist er jetzt so schnell zu mir gekommen? Bisschen Life Leech, oder? Ne, geht nicht. Okay, machen wir es mal noch so. Okay, er macht das wieder. Visieren. Zum Schluss springen. Oh fuck. Ich sehe nichts. Nein, spring doch! Ach man, ich habe Leertaste gedrückt. Ich bin dann nicht an Alt gekommen.